Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft im falschen Bildformat und jetzt im richtigen Bildformat. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge an Bord des Redstone-Kreuzfahrtschiffs. Wir befinden uns hier über einem Structure-Block, mit dem wir jetzt einmal unser im letzten Part erwirtschaftetes Gerät einfügen. Der Gerät ist das Beste. Und wir gucken mal, dass das alles funktioniert. Und zwar nannte sich das, glaube ich, IMSV. C? V. IMSV. Ja, IMSV. Ja, so. Eingefügt werden soll es da. Zeig mal. So. Die Frage ist, die sich da nun bei mir stellt, ist das Ding richtig rum? Finden wir es raus. Es ist richtig herum. Gut. So, das heißt, wir können nun loslegen. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Darauf habe ich echt lange gewartet. Oh. Angst und Biberbange macht sich bei mir bereit. Wir wollen nämlich jetzt hier was hinsetzen. Und zwar machen Load. Nein, wir wollen es hier hinsetzen. Machen einen Load-Tag und zwar IMSVC Relative 0 Load. Gucken mal kurz, wie das jetzt aussieht. Und wenn ich jetzt komplett richtig gerechnet habe und mich nicht verschätze, was noch nie passiert ist, sollte ab jetzt alles gut laufen. Ich habe Angst und Biberwange, sagte ich ja schon. Also bin gespannt. Jetzt kommt nämlich der große Moment, wo wir das IMSV, den neuen IMS-Verteiler, den wir gebaut haben, an Bord des Kreuzfahrtschiffs stellen. So, ich lade ihn nochmal hier. Es sieht gut aus. Und dann aktivieren wir den mal. Und Eingang und Ausgang sind übereinstimmend, genauso wie beim Ausgang hier. Guckt euch das an, Leute. Eingang und Ausgang stimmen überein. So, und das Ganze jetzt einmal durchziehen. Einmal durchziehen. Und während wir das jetzt durchziehen, müsste es immer noch funktionieren. Das System sollte absolut funktionieren. Sollte nach wie vor treu seine Arbeit machen. Ich bin wirklich aufgeregt, Leute. Denn gleich werden wir sehen, ob ich richtig gearbeitet habe. Noch ein paar Mal fehlt das System hier. Müssen wir einen Moment leise sein. Man kann echt, mit diesen Structure-Blöcken kann man echt viele geile Sachen machen. Und man kann auch viel kaputt machen. Das weiß ich. Aus guter eigener Erfahrung. So. Wir sind am Ende angekommen. Und schauen mal kurz. Hier werden jetzt einige Sachen, müssen jetzt neu gebaut werden, die ja komplett kaputt gegangen sind. Zum Beispiel hier solche Sachen, ne? Solche Schienen. Oh oh. Nee, ist schon gut. Doch nicht. Oh, oh. Das passt. Wow, es passt. Es passt wirklich. Ah, irgendwie arbeitet das System. Moment. Irgendwie arbeitet das System. Warum arbeitet das System? Ach, du große Neune. Große Neune. Vielleicht sogar auch noch eine Zähne drauf. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Blödsinn gemacht. Wie wir sehen. Gut. Habe ich ein Backup? Ja, habe ich. Aber dummerweise habe ich das... Ach, Manometer. Du. Okay. Kann passieren. Das ist kein Hals- und Beinbruch. Wir können mal eben Folgendes machen. Wir löschen das IMS nochmal. So wie es war. Wird es nochmal gelöscht. Wir haben ein bisschen Mist gebaut. Ein bisschen. Aber den korrigieren wir natürlich. So, also einmal wieder nochmal löschen. Wir schalten erstmal das Wasser da oben aus, weil dieses Wasser wird uns noch zum Verhängnis werden. So, und machen das Ganze ein zweites Mal. Diesmal allerdings manuell mit der Hand. Denn wir hatten ja schon festgestellt, Warum, Dude? Sag mal. Hier.
Erklär mir das mal. Erklär mir das. Wie konnte es so weit kommen? Ja, jetzt stimmt's. Hm? Ja. No, alles wieder löschen. Machen wir mal so. Ja. Wo ist denn jetzt das eingebaut? Aha. IMSV. So, haben wir jetzt richtig gemacht. Also ihr merkt schon, Leute, es ist komplizierter, als man es sich wünscht. Ich platziere jetzt erstmal die Structure Void Blöcke. Und ich werde jetzt erstmal das System bis hierhin nun vervollständigen. Dann gehen wir einmal hier durch die Welle durch, also hier komplett durch. Wir können jetzt quasi bis zum anderen Ende des Schiffs gehen. Ah, ich einmal komplett durchboxen. Das müsste jetzt reichen. Nein, das reicht noch lange nicht. So, und wir müssen jetzt nochmal nachladen, weil irgendwie die Weichen falsch gestellt werden. Und ich habe nun rausgekriegt, wie ich das Problem lösen kann. Und zwar, indem ich einfach die Structure Void Blöcke doch ein zweites Mal das Ganze laden lasse. So, wenn man die nämlich zweimal hintereinander lädt, dann sind die Weichen richtig eingestellt. Das hat wohl was damit zu tun, wie Minecraft die Sachen lädt. Also 1, 2, passt. 1, 2, passt. 1, 2, passt. 1, 2, passt. Und nochmal 1, 2, passt. Jetzt gucken wir mal kurz. Jetzt müssten überall die Weichen richtig sein. Ja, es sind jetzt diese Schlangenlinien hier vorhanden. Und nun, liebe Leute, probieren wir mal aus, ob das IMS-System funktioniert. Also, ob es zuverlässig seine Arbeit tätigt. So, wir gucken erstmal hier, dass in den Trichtern hier die Sachen korrekt drin sind. Ja, sind es. Und anschließend legen wir hier das Brot raus. Sag mal, Brot soll losfahren, dann soll das nächste losfahren, Cooked Chicken soll losfahren, Cookies soll losfahren und der soll auch noch losfahren. Und wir gucken mal, was passiert. Bis jetzt sieht das Ganze echt gut aus. Ne, ehrlich. Und so übel laggt es nicht, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt erwartet, dass das doch ein bisschen stärker laggt. Es geht sogar, es hält sich noch in Grenzen, finde ich. Hält sich noch absolut in humanoiden Grenzen. Man merkt schon, dass hier ein bisschen Technik am Buscheln ist. Aber dann kann ich jetzt auch nicht mehr. Also mehr als diese Optimierung kann ich dem System auch nicht beibringen. Und es läuft relativ smooth. Außerdem wird das IMS nicht immer arbeiten, sondern es wird ja nur dann arbeiten, wenn es angefordert wird. Frage ist, kommen unsere Züge denn jetzt auch wieder dorthin zurück, wo sie hin sollen? Ich sehe noch nichts von den Zügen. Frage mich soeben, wo sie denn gedenken zu bleiben. Da. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ja. Okay, das war verständlich. Das passiert ja deshalb, weil es flogen ja noch überall Items herum. Die lagen ja überall hier auf den Schienen rauf und so. Okay, das ist verständlich, dass das Ding natürlich jetzt noch zusätzlich irgendwelche Redstone-Items mit einsaugt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Finde ich auch nicht schlimm. Wir müssen natürlich nur dran denken, dass diese Items alle nochmal despawnen müssen, bevor wir das System nochmal neu aufnehmen. Ja, überall hier auf dem Boden lagen ja solche Sachen herum. Okay, ja gut. Das ist ja schon mal eine güldene Nachricht. So, dann setzen wir das ganze System fort. Nehmen wir die Structure Void Blöcke nochmal neu hinpacken. Man sieht die Border-Grenzen immer so schlecht. Ich guck mal, ich versuche mich mal ein bisschen daran zu orientieren, wo die hinkommen. So. Es passt ja wirklich so also es passt wirklich wie angegossen. Was für ein kompliziertes Lager. Ich würde am liebsten so ein Lagermodul so als alleinstehendes Ding haben. Ne? So, das wäre am coolsten. Wenn man Lager inklusive IMS-Verteiler schon sofort als einen Block hat. Das wäre natürlich super krass. Vielleicht mal ein zukünftiges Projekt von mir. So.
immer zweimal machen. Das sollte dazu führen, dass das System nach wie vor funktioniert. Und weil wir alles so klug ausgearbeitet haben, genau, sollten auch diese Teile hier funktionieren. Also auch hier, wir erhalten ja das Stromsignal an der Stelle hier. Es ist super. Super, duper, duper. Wir gehen jetzt einmal alles durch und gucken schnell, ob alles funktioniert. Also ja, sieht gut aus, 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 sieht gut aus. Fein. Dann machen wir als nächstes das hier wieder betriebsbereit. Und zwar so. Die Technik hier müssen wir gleich nochmal ein bisschen korrigieren. Hier ist ja einiges kaputt gegangen. Gucken wir mal kurz, wo Sachen kaputt gegangen sind. Hier ist was kaputt gegangen. Das sehen wir jetzt auch immer schön an den Weiß markiert. Deshalb lasse ich jetzt noch einen Moment die Structure-Blöcke an, weil durch die Structure-Blöcke sehe ich jetzt gerade, wo ja was kaputt gegangen ist. Ich glaube, hier kommt kein Minecart durch. Doch. Ja, passt tatsächlich noch. So, in grün war ja noch was kaputt gegangen, ne? Ja. Da habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung. Wie war denn das jetzt hier nochmal geregelt? Ach, warte mal. Da fehlen tatsächlich noch einige Einheiten. Stimmt. Hä, wieso wurden die nicht geladen? Sekunde. Da ist was faul. Ach so. Oh. Ha, ich dachte, da wäre Schluss gewesen. Hier fehlen auf jeden Fall noch Einheiten. So. Das ist trotzdem seltsam. Die grüne Leitung ist eine Kammleitung. Ah, okay. Moment, die hatte ich hier umgelegt. Stimmt, ich erinnere mich. Die habe ich ja hochgelegt. Das darf ich ja. So. Habe ich das gemacht. Genau. So. Und hier fehlte auch noch Teil der Leitung. Höchste Konzentration. Wir müssen jetzt wirklich alles herstellen, was kaputt gegangen ist. Das passt alles wieder. Das passt hier auch. Vor allem hier in diesem Bereich. Sehr fricklich. Denn schauen wir mal. Ach, hier ist auch wieder ganz viel Müll drin. Ja, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen erstmal kill at e Typ gleich Item. Und jetzt schicken wir das Ding nochmal los, neue von den Dingern zu holen. Gucken, ob das klappt. Das fährt jetzt hier rein. Belädt sich hier mit dem einmal. Und sollte jetzt das System, genau, mal gucken, wie gut das System jetzt getaktet ist. Genau, ich glaube, das System ist noch nicht perfekt. Eine Sache gibt es da noch, glaube ich, zu bemängeln. Ja. Das, pass auf, das ist jetzt noch nicht unser Problem. Das könnte aber gleich zu einem großen Problem sein, werden. Und zwar, weil sie beim System was überlappen könnte an Signalen. Okay, das schauen wir uns gleich mal an. Ja. Den nehmen wir erstmal hier raus. Aktuell sieht es noch aus, als ob hier alles wieder funktioniert. Funktioniert, das sieht gut aus. Ja, hier hat sich halt ein bisschen die Technik verhanzt. So, kommt das Minecart denn jetzt korrekt dorthin, wo es hin soll? Ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Ja, sehr schön. Boah, ich bin richtig erleichtert, Leute. Ah, sehr erleichtert. Tierisch erleichtert. Gut. Kontrollieren wir die Einwürfe. Ob überall das korrekte Item drin liegt. Es kann ja sein, dass durch meine Umbauarbeiten da gerade irgendwo was verrutscht ist. Kann passieren. Könnte gefährlich werden für das System. Ah, funktioniert aber gut. Dann wäre das nächste, dass wir diese Technik oben reparieren. Da hatte ich, glaube ich, einen Snapshot gemacht. Es kann sein, dass ich einen Snapshot gemacht hatte. Da gehen wir mal ganz kurz hier, ne, nicht mal Record-Ordner, sondern AppData, %Minecraft, Screenshots. Ja, da hatte ich einen Screenshot von gemacht. Sehr schön. Hier ist das Screenshot von dem, wie es auszusehen hatte. Okay, bauen wir das mal nach.
Da war da einfach ein Kondensator drunter. Wie simpel. Der war direkt auch angehoben. Ja, gut. Und zwar so und so und so. Das sollte funktionieren. Ja, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt einmal den Hard-Test machen. Ich mache jetzt ein Backup der Welt. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie es geht. Und gehen zurück ins ursprüngliche Minecraft-Format und klauen uns mal hier diese Structure, diese Schalkerbox, wodurch das System sich in Bewegung setzt hier, aber auch gleichzeitig im Hintergrund Minecraft losfahren sollten. Wahrscheinlich wird dieses Minecraft jetzt losfahren. So wie ich das System kenne. Ja, wahrscheinlich gleich im nächsten Durchlauf. Jetzt habe ich die Schalkerbox einfach kaputt gemacht. Schämen sollte ich mich. Aber wir nehmen mal ein neues Schalkerboxensystem auf. Das kann ja unser System haben, ne? Ich glaube, wo werfe ich die rein? Da werfe ich die rein. So, zack. Hier, neue Schalkerboxen für unsere Anlage. Hey, bis jetzt ist noch nichts losgegangen. Oh, hat nicht funktioniert. Oh, oh. Dann ist hier doch noch mehr kaputt gegangen, als man erhofft hätte. Oh ja. Kann man das auf dem... Sehen? Ja, kann man sehen. So, die werden jetzt eingeladen in die Kiste. Die Schalkerbox-Kiste. Und? Komm, 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 komm. Ich traue dir. Und bitte, ja, wunderbar. Nächstes. Jetzt müssen wir mal einen Cut losmachen, oder? Bitte, bitte, fahr los. Nein, hier fährt nichts los. Wir haben immer ganz leichte Ruckler. Doch schon, aber erhebliche Ruckler. Ja, die Minibar halt, ne? Muss man halt mit leben. Wenn man wahrscheinlich nicht oben ist und die Technik ohne Grafik, das können auch Grafikruckler sein, dass jetzt gerade einfach das Ding zu viel zu tun hat. Kann natürlich auch sein. So, die Technik sollte sich jetzt ausgeschaltet haben. So, ich sehe Henne. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir ein paar mehr weg. Schicken wir die mal zur Auslese. Ja, da fuhr gerade das Minecraft mit den Schalkerboxen. Also die Technik funktioniert auf alle Fälle. So, jetzt aber. Jetzt haben wir unten einen Freund, der losfährt. Und da fährt schon das erste Minecart. Moment, wo kommst du her? Ah, du bist ja mit den Schalkerboxen, ne? Ja, cool. Also IMS funktioniert. Und es laggt nicht mehr so ganz fürchterlich. Also ich merke schon, dass es laggt. Ab und zu gibt es so Ruckler. Also gar nicht so die bösen Lags, sondern eher so ganz kurze Frame-Einbrüche. Aber das, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, wie ich es befürchtet hatte. Ne, vor allem jetzt, wenn das Essen ausgespuckt wird, da muss Minecraft eine ganze Menge berechnen. Dann könnte das System ein bisschen entlasten, indem man hier noch einen zweiten Spender hinpackt. Habe ich jetzt gerade was aufgesammelt? Ja, habe ich befürchtet. Das heißt, eine Schalkerbox ist ungültig. Und zwar die jetzt kommt, wird ungültig befüllt sein. Ich muss mal kurz löschen. Tickedack, tickedack. So, du bist ungültig. Diese Schalkerbox bringe ich jetzt mal direkt sofort in die Entleerungsanlage. Die kommt nämlich einfach, hier rein, hat es geschafft. Und wird hier entleert. Das kann man ja richtig sehen, wie die entleert wird. Nachdem sie entleert wurde, wird sie zerstört. Die Flaschen, die gelangen hier in den Flaschenaufzug, der die Flaschen sofort zur Müllvernichtung bringt. Alles andere, das ist unsere Schalkerbox gerade. Also die Items lagern sich wieder im Lager ein. Das funktioniert ganz wunderbar. Und alles andere, wie Flaschen und so ein Zeugs, kommt hier auf die Müllverbrennung. Wunderbar, 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 wunderbar. Gut, damit haben wir das größte Problem, das größte Lag-Problem gelöst. Trotzdem werde ich jetzt nicht in die neue Minecraft-Version wechseln, weil einfach mir zu viele Fehler hier drin sind in der neuen Minecraft-Version. Sehr viele Fehler. Sehr nervige Fehler, finde ich. Tut mir echt leid, Mojang, aber ist so. Finde ich nicht gut. So, jetzt machen wir kurz die Structure-Blöcke weg. Und dann haben wir es geschafft. Dann wäre IMS abgehakt. Und dann können wir uns mal den anderen Dingen, die etwas wichtiger sind, zuwenden. Ja,
bin ganz glücklich, liebe Leute, über den Fortschritt. Also, weil das IMS, was ich ja bereits habe, das könnt ihr ja auch weiterhin verwenden. Das ist ja nicht schlecht, macht ja seine Arbeit gut, aber hier wird es mir zu ruckelig. Hier brauchen wir tatsächlich, hier darf alles, was Lex reduziert, muss hier verwendet werden. Oh, das fängt an mit einem Minecart, welches aus heiterem Grund da angekommen ist und dann, oh Scheiße. Wenn ich ein bisschen aufmerksamer gewesen wäre, dann wäre das hier auch nicht passiert. Das ist nämlich reine Unaufmerksamkeit von mir geschuldet. So, ich glaube, wir werden gleich hier Crashes haben. Deshalb müssen wir mal ganz vorsichtig, wir müssen eben warten, bis sich die Technik hier ausgeschaltet hat. Da waren noch ein paar Unaufmerksamkeiten. Solche Unaufmerksamkeiten könnten sein, dass wir die überall passiert sind. Deshalb müssen wir nochmal alles nachher überprüfen. Aber aktuell bin ich der Auffassung, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ich werde jetzt selber nochmal überprüfen und dann geht es in der nächsten Folge mit was anderem weiter. Vielen Dank, liebe Leute, an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir hören die Endcard, das Video ist zu Ende. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Endcard.